Hallo, Freunde, willkommen zurück. Eine weitere Folge Old Bio Farm. So, habe jetzt alles geschwadet und der hat jetzt alles wieder zu nassem Gras gemacht. FBX76 hat es am Sonntagmorgen geschrieben, das war trockenes Gras. Das sieht aus wie Heu. Nasses Gras. Und habe jetzt alles geschwadet und er hat jetzt wieder alles zu nassem Gras gemacht. Ja, das ist ein bisschen, ja, doof gemacht, würde ich mal sagen, weil man hat das ja auch im 17er so noch so drin, dass das dann Heu war. Und hier das Heu jetzt im Seasons, das sieht dann aus wie Stroh oder fast wie Stroh. Und ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, ist alles soweit in Ordnung. Und ist halt eben trockenes, nasses Gras. Das fahren wir jetzt mal zum Hof oder fangen jetzt mal an zum Hof fahren. Das werden wir in einer Folge nicht alle schaffen, weil es ist doch von der Menge her schon ordentlich. Also top. Optimal. Der sieht aus wie eine Sau. Der fahren wir jetzt mal. Den müssen wir jetzt mal waschen. Und dann können wir hier runterfahren. Noch einen Ladewagen holen. Das ist nämlich eine neue Version von dem Pack. Müssen wir uns noch einen aussuchen. Ja, wie gesagt, da muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist. Schatz, wir hatten das Problem schon nochmal in der Folge. Auch im Old Bio Farm. Ziemlich am Anfang, glaube ich, war das. Da hat dann auch ein Zuschauer geschrieben, das ist trockenes Gras. Und soll immer das Mistgrill mitnehmen. Ist halt eben gewöhnungsbedürftig. Also in Zukunft, wenn wir mähen, alles in Ordnung, einfach weiter mähen. Ist dann nur etwas trockener wie das andere. Ja, unser Getreide ist dann schön erwachsen. Top. Ein Teil werden wir verkaufen, ein Teil werden wir behalten. Wenn es dann soweit ist mit dem Dreschen. Mal gucken, je nachdem, was wir jetzt an Mengen bekommen, dann werden wir noch einen Rest Grasballen pressen. Auch als Rundballen dann. Weil von der Menge her gibt es doch sehr wahrscheinlich genug. Ja, ich hatte jetzt. Normalerweise kämen wir heute eine andere Folge, aber die habe ich gelöscht. Weil am Sonntagmorgen nach den Kommentaren. Aber dann kann ich die Folge nicht noch raushauen, weil. Da habe ich nochmal gesagt, in der gelöschten Folge. Mit dem. Also noch Anführungszeichen Heu, das wäre noch Heu. Und habe die dann gelöscht und habe dann jetzt eine neue aufgenommen. Also wir hatten dann auch in der gelöschten Folge jetzt, also wo jetzt fehlt, wo es nicht mehr gibt, einen Ladewagen voll Gras hier auf den Hof gefahren. Hier am Futterdruck voll gemacht, dass sie was zum Fressen haben. Und den Rest hier hinten hin. Dass wir dann, bis wir dann Silage haben, noch ein bisschen was zum Füttern vorhaben. Warum zittert er so? Gut, dann können wir den wieder verkaufen. Dann können wir auch mit dem alten Schwader das dann machen. Bahnschwaden. Den haben wir sauber, den fahren wir dann, hängen wir jetzt ab und der Renault, wir müssen jetzt eh runter zum Händler. Dann nehmen wir jetzt den Schwader mit dem Renault mit. Geben den wieder zurück. Und holen dann den Ladewagen. So. Komm ab.
Den lassen wir stehen, den nehmen wir mit. Und dann noch ein neuer Ladewagen. Also ein alter, gebrauchter auf jeden Fall. Ja. Mal schnell was einstellen. Ich vergesse es jedes Mal. Ich vergesse es jedes Mal, echt. Eigentlich müsste ich mich schon mal hier immer so ein Schild an den Monitor kleben, ey. Vor LS19 beginnen, bitte Lenkrad einstellen. Danke. Ah, jetzt geht's wieder. Mal gucken, welches Ziel wir nehmen. Haben wir drei Stück zur Auswahl. Das müssen wir eigentlich auch noch ansehen. Können wir überhaupt noch? Oh ja, wir können noch ansehen. Das wird dann funktionieren. Die Frage dann. Was wir ansehen. Oder wir können auch diese Wiese kaufen und fügen die dann um. Und sehen dann da Getreide an. Und auf das rechte Feld hier dann Wiese. Weil in der Hanglage wäre halt hier besser die Wiese. Hier ist auch schon alles schön am Wachsen. Nee, oder? Ach du Schande. Da fehlt ja noch ein Stück. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Was ist denn hier los, ey? Ich hab's gerade gedacht, hä? Das ist noch ein kleines Feld. Ist ja nur eins. Müssen wir gleich nochmal die Sämaschine holen. Glaube ich, gell? Leute, wo ist jetzt hier der Verkauf? Du müsstest eigentlich hier irgendwo sein. Oh, ne, hier ist eine Markierung. Hier ist eine Markierung. So, dann müssen wir schnell reinlaufen. Verkaufen. 8000 plus.
Gut. Ja, jetzt brauchen wir noch einen Anhänger. Ach, Anhänger, Ladewagen. Ein Ladewagen. Und zwar haben wir zwischen denen vier jetzt die Auswahl. Ist jetzt die V20. Den hatten wir jetzt die ganze Zeit. Wir können jetzt uns den holen. Wir können leider nichts einstellen. Ist schade. Oder den hier. Oder den alten hier. Ich würde sagen, den nehmen wir. Hm? Wobei, die haben hier oben noch den Netze drüber. Ja gut, vom Ladevolumen macht es keinen Unterschied. Dann kaufen wir uns den. So. Stehen am Ballenspieß. Ja, erstmal testen, ob alles funktioniert. Jo. Gut aus. Aber jetzt mal schnell zur Wiese, dann müssen wir. Dann muss ich sofort mal mit dem Deutz holen. Dass wir noch die restliche Gäste ansehen. Ja, hatte ich letztes Mal wieder nicht geguckt, wie er fertig war. Aber jetzt gehe ich schon immer noch mal über das Feld gucken, ob wir auch alles haben. Das hatte ich letztes Mal nicht gemacht. Ja, es sind ein paar mehr zu fahren. Schon mal das Unkraut im Auge behalten, weil es fängt schon an zu wachsen. Das gibt's doch jetzt nicht. Vorgewende vergessen. Oh mein Gott. Aber hier fehlt ein ganzes Eck noch. Jetzt auch Vorgewende. Nicht richtig gemacht. Gut, dann weiß ich schon, was ich nächste Folge schon zu tun habe. Überall dann noch die Reste fertig machen. Ja, da wurde die Arbeit nicht richtig erledigt.
Dann nehmen wir jetzt eine Fuhrer mit zum Hof, ins Silo. Und dann von da aus dann mit dem... fahren wir dann mit der Sämaschine runter. Ist schon eine große Wiese, es gibt schon eine Menge, ey. Ist gut. Ja, warte. Ah ja, genau hier. Den Rest nehmen wir auch noch mit. Ja, es gibt ein paar Fuhren. Bis wir das alles auf dem Hof haben, ey, mein lieber Mann. So, Freunde, wir sind am Ende unserer Folge. Mal wieder, leider. Ich sage danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da. Wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren nicht vergessen. Genießt noch einen Kaffee. Wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Fahrt langsam, passt auf euch auf. Hallo, macht's gut. Bis dann. Tschüss.